Du hast es noch nicht mal gesehen. What happened? Welcome, Leute. Euer Knessling, Mr. Wolfboy. Back. Hörst du die Regenwürmer husten? Heute wollte ich endlich mal wieder so ein bisschen anders gestalten als die letzten beiden Tage, an denen ich ja irgendwie was mitten in der Nacht angefangen habe zu filmen. Heute läuft das anders, Freunde. 14.33 Uhr. Kann es sein, dass du dumm bist? Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie gerade aufgestanden bin oder so. Aber gut, wenn man die ganze Nacht damit verbringt, ein Video zu drehen, wie eine Katze was bestellt, kann man ruhig auch mal ein bisschen länger schlafen, finde ich. Und hier hockt ein Marienkäfer für dich gerade. Ich heiße Marvin. Yes. Aufpassen, weil Katzen fangen sowas immer ganz gern. Das heißt, wir müssen die retten. Desinfektion. Okay, so komme ich nicht weiter. So. So, jetzt kam das Glas. Sehr gut. Und wenn es sowas wie ein Marienkäferparadies gibt, also ein Ort, der wie für Marienkäfer gemacht ist, dann ist es die Dachterrasse. So, frei. Du bist frei. Ah, die Flügel sind schon ausgefahren. Und jetzt. Und. Und da macht er sich auf den Weg. Hey, wenn das einfach Marienkäfer. Hat mich gefreut. Holy shit, Alter, wie warm ist es bitte? Ich glaube, heute ist irgendwie so mit die heißeste Woche im ganzen Jahr. 32 Grad, sagt das Wetter-App. Da muss safe irgendwie rausgegangen werden. Und heute werde ich auch irgendwie meine Haare schneiden. Schnippe die Schnipp, schnippe die Schnipp. Und ich habe, wie ihr seht, nicht so wirklich viele Sommerklamotten, weshalb ich hier auch in Knastihemd rumlaufe. Aber, Katja, bevor wir heute irgendwas machen, brauchen wir natürlich erstmal Breakfast. Heute gibt es mal Haferflocken in einen Naturjoghurt. Misch mit ein bisschen Äpfeln. Eigentlich würde ich da jetzt noch Honig dazu packen, aber heute ist Healthy-Tag. Mm. Da fällt mir gerade ein. Funk hat mir gezwitschert, dass sie gerade ein neues Insta-Format zu Healthy Food suchen. Das heißt, wenn du Foodblogger bist oder so, gibt es so einen Link unten in der Beschreibung, wo ihr hier so ein paar Infos bekommt. Ich glaube, ich soll mich auch bewerben, weil Leute, wenn das nicht Kunst ist. Du bist ein Künstler. Schön, dass du da bist. Morgen. Oh, neues T-Shirt oder was? Ja, man. Voll fresh. Crazy. Gute Farbe. Ey. Ich hab die Fully Fully mitgemacht. What? Alter. Jede Schnulle. Tschüss, das ist eine Legende. Wow! Vielen lieben Dank, Schmeli. Hab ich doch gern gemacht. Eine der kleinen Missions ist dann auch nochmal die Puppe wegzuschicken, Schmeli. Wie gesagt, das hat letztes Mal nicht geklappt. Du hast mir die Anwitze gegeben, Digga. Alles stopp! Dieser momentan noch sehr verschmutzte Teller natürlich noch gewaschen werden. Schon besser. Wo ist die Gabel allerdings? Egal. Den bringe ich erstmal zu Mariam. Das hat nichts, aber nichts. Aber das werden wir im Laufe des Tages nochmal versuchen. Dann bleiben, Leute. Ah, für euch beide gibt es auch sehr gute Infos. Warte mal, könnt ihr nicht die Kabel essen? Ist nicht das Gesündeste. Katja, ich weiß auf jeden Fall, es macht Spaß. Kabel sind an sich interessant. Allerdings, lass mich jetzt mal schön bleiben hier. Oh, Jenna. Wie geht's denn? Ich habe gerade den Cutter von einem ultimativen Elektroschock bewahrt. Bist du proud of mich? Hast du gemacht? Ich dachte, du hast den mit einem Elektroschock erwähnt. Jo. Nein, will ich nie tun, ne. Aber Digi, für dich gibt's gute Nachrichten. Und zwar kommt dein Halsband definitiv am Donnerstag an. Ist das nicht schön? Was für ein Halsband? Oh, ich habe heute Nacht ein crazy Video gedreht. Er hat heute Nacht eine Umbestellung getätigt. Nein, doch. Wie gerne hast du ausgegeben? Oh, wer weiß, wer weiß. Es gibt übrigens eine Sache bezüglich meinen Haaren, aber darüber sollten wir draußen reden. Es gibt nämlich einen kleinen Konflikt, Leute. Ich habe ja gesagt, ich will zum Friseur und schaut mal diese Haare an. 6 Meter lang, ja? Simon! Let down your hair! Vor allem diese Seiten, Freunde, das geht nicht klar. Der Konflikt bei der ganzen Sache ist jetzt aber der, dass ich diese Haarlänge hier eben komplett hässlich finde und mich eigentlich, glaube ich, am wursten fühlen würde, wenn die Seiten ganz kurz wären. Und es dann aber die Jenna gibt, die eben sagt, mit kurzen Seiten sieht man asozial aus. Oder zu aggressiv oder sonst irgendwas. Und da habe ich jetzt aber zwei ganz starke Argumente dagegen. Und zwar erstens, Jenna ist jetzt ja nicht meine Mutter. Und zweitens ist mein erstes Argument so stark, dass ich gar kein zweites brauche. Kurzer Gastauftritt. Echt auch nochmal ein starker Faktor im Thema Überhitzen. Ich bin mir sicher, ich kann 10% klarer denken, wenn ich Kurzhaare habe. Deswegen kommt da jetzt einiges heute ab, ob Jenna es mag oder nicht. Das werden wir dann nachher rausfinden. Falls das Ganze dann aber so richtig in die Hose geht und richtig scheiße aussieht, ist mein Moralsupport auf jeden Fall da. Spieli, Kilian, oh geil, ganze Crew. Hast du schon wieder Instagram aufschieben lassen? Nee, diesmal nicht. Mach die aber einfach nur sehr kurz. Ich glaube, Digga, dir würde es so komplett abrasieren, würde dir safe stehen. Okay, easy. Das heißt, der moralische Support ist nicht gewährleistet. Ich ruf dich an gleich. Okay, Leute, ich muss es alleine durchstehen, alles klar. Der eigentliche Grund, warum Schmiedi eigentlich gerade am Start ist, weil er die Schlüssel abholen wollte für die Wohnung. Wehe, du machst wieder irgendeinen Prankier-Dinger. Was hat der Blick? Das geht zu weit, Schmiedi. Okay, fahren Sie heim. Wir sehen uns gleich, eventuell mit kurzen Haaren. Okay, tschüss. Random Nadja getroffen. Hallo. Okay. Ich muss zum Friseur, ich habe noch 5 Minuten Zeit oder so. Okay, viel Spaß. Ich mache mir meine Seiten so ganz kurz so. Stunde der Truth. Was gesagt, man? I'm back. Heute mal mit einem relativ normalen Wunsch. Und zwar einfach die Seiten ganz kurz, wegen dem Sommer. Und ich habe mir überlegt, hier oben vielleicht so einen Strich reinmachen. Kriegst du es hin? Okay. Dann wird sich Jam freuen. Seiten so, ja, so 2-3 mm so. Oben? Ah, oben schon gut lang lassen. Timelapse. Also die Seiten sind auf jeden Fall schon very, very kurz. Und jetzt kommt hier der Strich. Freunde, das ist der fertige Look. Nice. Wir können es sein. Vielen Dank. Ich finde es auf jeden Fall fresh. Bleibt nur noch herauszufinden, was die anderen davon halten. Währenddessen im Team Will House. Ich bin super doll beeilen, aber Sigmund hat gerade eben schon wieder angedeutet, dass ich ihn pranken werde, als er mir den Schlüssel am Auto gegeben hat. Und er müsste jetzt jeden Moment hier sein, weil er war gerade beim Friseur. Und eigentlich wollte ich die Türen mit Schenkpapier zumachen, aber ich habe nicht mehr genug Schenkpapier und dann ist mir eingefallen, wir haben Frischhaltefolie gekauft. Und jetzt versuche ich die Tür so mit Frischhaltefolie zuzukleben, dass Simon das nicht sehen wird und hoffentlich Film das nicht sieht und dann dagegen läuft. Bis gleich. Oh, und Schmili ist ein Mann seines Wortes. Tatsächlich ruft er an. Wie siehst du denn aus? Hä? Über gut. Voll kurz.
Hä? Mann, was war denn das? Also nein, es sieht nicht scheiße aus, das war die falsche Reaktion. Aber es ist schon echt sehr groß. Ja, und vor allem, guck mal, was ich mir gegönnt habe. Siehst du da oben? Hast du so einen Scheitel drin? Ja, ich hab einfach so einen Strich, ja. Ah, bist du alles fresher Playboy. Du bist in der Wohnung, gell? Bist du alleine? Ja, kann sein, ja. Ey, die übelste Herrensituation ist nur gerade, ich glaube, es war noch nie so schlimm nach dem Friseurbesuch mit den Haaren in den T-Shirts, Alter. Ich kann gerade echt nicht hier sitzen, Alter. Das ist so unangenehm. Ah, ich kenn das, Digga. Ich hasse das auch. Ja, okay, wir sehen uns daheim. What the fuck, hier? Ui, was ist denn das? Komm rein, Digga. Ist das hier etwa rein? Komm, ne? Du hast voll gesehen. Das ist direkt ab. Fängst du Level 9000 oder was? In was für eine Richtung geht denn das? Mini. Oh, was ist das? Ja, ich wollte eigentlich erst beide Typen komplett mit Geschenkpapier einwickeln. Jawohl! Und ich hatte aber das Geschenk schon eingewickelt. Ah, und so sieht das Ganze in echt aus. Aber ich finde jetzt so in Real finde ich es besser. Geil! Und ich würde sie noch ein bisschen flacher legen. Ah, so ist noch gut. Schmini, ja, was muss ich hier erblicken? Wir haben den Abonnieren-Button nicht aufgeräumt. Er liegt einfach auf dem Boden. Oh, holy shit, das hat sich fucking gut angefühlt. Schmini. Alter, geil. Leute, drückt ihn, Leute, drückt den Abonnieren-Button. Es ist einfach ein gutes Gefühl. Jetzt, Freunde, ganz kurz noch der Teller zurück zu Miriam. Dann kann ich auch direkt auf meine Frisur reacten. Okay, dann verschieben wir das nochmal. Zum ist halt, dass Miriam gesagt hat, sie braucht den Teller echt wieder. Hoffentlich entsteht hier keine Problemsituation. Wie findest du meinen neuen Hairstyle? Kann ich wenigstens auf dich zählen, dass ich hier ein Kompliment absagen kann? Du bist schon wieder in dem Loch da hinten. Ich hab gesagt, du sollst hier ans frische Tageslicht kommen. Gut eben. Guck mal, der schöne Lächte der Welt. Die ist eine Brudere. Genießen Sie die Zeit, ne? Oh, auf so süß zum Jauen, Alter. Alle Leute werden sterben vor fucking Cuteness. Die Sache ist die, vielleicht krieg ich's dahin, dass die Jana gar nicht merkt, dass ich meine Haare geschnitten habe. Indem ich einfach eine möglichst unauffällige Kopfbedeckung raussuche. Ah, die ist perfekt. Von dem guten alten Gefängnisprank von Chris Piros Robert. Wir haben 1,5 Millionen Views. Wenn ich damit zu Jana hinlaufe, dann... Ja, wahrscheinlich wird sie gar nicht ansprechen. Jana, da sind sie ja wieder. Was haben sie da auf dem Kopf? Nichts. Wie lange Knast oder? Nein. Was schiebst du für Filme? Was ist hier los? Nichts. Oh nein! Hey, du musst erst mal gucken, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Du hast es noch nicht mal gesehen. Ja, aber die Seiten sind ab. Ja, aber vielleicht sieht es oben gut aus. Nee, nein. No. Fresh, oder? Du siehst aus wie ein... Abonnieren.